Liegt denn jetzt hier für unterschiedliche Sachen? Hier gibt es das Dunkle. Boah, die Toren sind aber überteuert, Mann. Eieiei. 20.000 für den Toren, Mann. Okay. Nice, wir haben die 1.000 Abonnenten geknackt, Freunde. Mashallah. Ja, jetzt sollten wir aber zurück nach Hause gehen und uns schlafen, den guten Flock. Gott sei Dank leider nicht mehr. Aber man kann natürlich auch nicht alles schaffen. Dafür sind wir aber näher an den 500 Münzen. Müssen einfach schauen, was morgen der nächste Trend ist. Dann schauen, ob wir da irgendwas handeln können. So, erstmal pennen gehen. Dum, dum, dum. Ja, okay, 33 Münzen, 30 und. Okay, mit dem Gameplay-Video haben wir sogar 43 Münzen verdient. Nice. Sonntag, 7. Frühling, Jahr 1. AFK-Turniere, Unboxings, Honey Station, One, The Playcon, Watch Cats. Okay, Watch Cats ist immer noch in den Trends, das ist gut. The Ring. Hey Janosch, es geht ein großes Gerücht rum und alle reden darüber. Mantendo zieht Gerücht. Eigentlich werden sie in der Mantendo-Konferenz am 25. während der Playcon Festivals eine neue Konsole vorstellen, die den Videospielsektor revolutionieren wird. Es wird auch gemunkelt, dass ein paar auserwählte Personen die Konsole während der Konferenz bekommen könnten. Kannst du dir vorstellen, einer der ersten zu sein, der Videos auf der neuen Konsole hochladen kann? Das muss jeden Fall zu dieser Konferenz gehen. Ja, alles klar, gut. Ich nehme mal den Teil. Es wird nicht einfach sein, nur YouTuber der Stufe Bronze Liga können da teilnehmen. Du kannst im YouTube-Ranking aufsteigen, indem du Abonnenten bekommst. So, jetzt weißt du Bescheid, du musst die Abonnenten von den 25. erreichen. Übrigens halt die Konferenz auch schon, da dein Instagram-Foto. Alles klar. Auf diese Weise kannst du die Popularität der aktuellen Version. Okay, piep piep. Du hast gerade eine neue Reaktionskarte bekommen. Reaktionskarten werden bei der Aufnahme eines Videos verwendet und verbessert die Qualität der Clips. Je mehr Abonnenten du bekommst, also mehr werden deine YouTube-Fähigkeiten und du wirst neue und bessere Karten entdecken. Du kannst die Sammlung Apps nachsehen. Piep piep, die Sammlung hast du wird auf deinem Handy installiert. Du kannst sie jetzt öffnen. Alles klar, dankeschön. Jetzt kann man auch neue Karten auswählen, oder? Grüß dein Kanal. Okay. Du findest dich 660 Abonnenten, 10.000 Abonnenten, 800.000 Abonnenten. Ah, okay, die muss man sich jetzt hier anscheinend nicht mehr so jetzt mit Geld kaufen, oder? Man hat sie sich ja nicht mit Geld gekauft, sondern mit Punkten. Und trotzdem. Ah, okay. Foto mit Adam. Kann man machen. Zuerst nehmen wir mal ein Video auf. Watch Caps. Schaut die Aufnahme. Wir begrüßen natürlich unseren Channel. Du brauchst. Handfähigkeit. Bam, nochmal das hier. Du spielst eine paranormale Aktivität. Zack, wir zeigen, dass sich das mal Spaß verspielen haben. Du schaust die Aufnahme, wir verabschieden uns. Jawohl, wieder eine 4-Sterne-Aufnahme. Hoffen mal, dass wir die Sachen jetzt so einigermaßen zusammenklappen können. Ja, das sieht doch besser aus als letztes Mal. So, arbeiten wir mal das Video. So. Das Thumbnail. Ja, nehmen wir einfach das hier als Clickbait. Sich immer schön am Anfang clickbaiten, Freunde. 84 schon. 84 Daumen hoch. Jawoll. Perfekt. Okay, gut. Ich bin schon wieder müde.
kein Video aufnehmen, Mann. Oh, Reaktion. Alle Gamer warten auf. Okay. Ja, wir werden schon so ein Plakat suchen. Oh, okay, der. Ja, wo finde ich den denn sonst? Okay. Irgendwie eine Location von dem noch? Das alte Mann. Ha, Adam ist einfach nirgendwo. Okay. Das wirklich ziemlich erfüllen. Hä? Lol, das hat ein Auto runtergefahren. Okay, wo finden wir denn jetzt hier wieder so ein Poster? Von der Breite, was ist das hier? Playcon? Nee, oder? Nintendo Zielgericht. Ja, posten wir mal einfach mal wieder. Zack. Dann, das war hoch. Gleich mal die 6000 Daumen nach oben. Das läuft. Das gefällt uns. So, wo finden wir denn mit dem Nintendo Zielgericht? Da gibt eine Info auf dem Map. Nee, oder? Okay, muss ja irgendwo so ein Plakat sein, oder? Oh, wo war das denn? Wo finden wir es denn? Ich bin mir doch gar nicht sicher, ob wir das hier in diesem anderen Biom hier noch finden können. Hm. Ah, da hier ist sogar ein Kino. Okay. Okay. Na gut, die Typen, die fahren hier schon ein bisschen gestört rum, oder nicht? Scheint ja nur, also ein Auto in der U-Bahn. Und dann in der Hecke. Oh, wen haben wir denn hier? Die Athena. Hey, ich bin Athena. Du bist mein Deutscher, oder? Joa. So ziemlich. Ah, cool. Willkommen in YouTube City. Ein Ding, Mann. Ich kann ja mal ein Selfie mit dir machen, oder? Ah, wir können hier keine Fotos und so machen, alles klar. Gut, dann halt nicht. Dann halt nicht. Schade für sie. Ah, was haben wir hier? Ach, Theater. Aber wo ist denn jetzt das? Was ist das? Booster. Mit dem Antensi-Gericht. Nintendo. Nintendo Ziel. Na gut. Natürlich ist das hier von realen Namen hier ein bisschen abgeändert. Das ist eine Anspielung an die Nintendo Wii. Für den einen oder anderen, der es nicht geschnallt hat. Was nehmen wir denn jetzt? Art. Da auch nichts, ne? Nee. Hier? Okay, 49 müssen aber kommen. Okay, hier gibt's auch nichts. Okay.
haben wir denn das? Tinten? Hä? Wir waren ja schon hier was überall. Das heißt, es müsste ja jetzt eigentlich in diesem unteren Gebiet sein. Also ich bin jetzt hier komplett blind und bin jetzt hier schon wieder 3000 Mal an dem Ding vorbeigelaufen. Naja, mal schauen. Steht Dracon. Nintendo C. Auf jeden Fall muss es hier irgendwo ein Plakat von dem Ding geben. Ich habe echt keine Ahnung, Freunde. Hä? Könnte das nicht sein? Das Einzige, was ich hier sehe, sind ja hier diese Playground-Flyer. Server-Sachen. Ja, hier ist halt echt nichts, hä? Kann da eigentlich was lesen, oder? Na, was ist denn mit den Typen hier los? Hier ist verzaubert von der Mucke hier, von der Straßenmucke, okay. Das hier ist es ja nicht. Enten. Ist ja auch eine Konferenz. Für die Playcon, ne? Playcon, Nintendo. Nee, ich krieg's echt nicht. Gut, muss man anscheinend ohne den Trend hier weiterkommen. Spider-Man. Okay, was ist das denn? Geektopia. Ah, ist auch geschlossen. Na gut, dann halt nicht. Was ist denn hier? Kanalisation. Kann's hier nicht rein. Essen stehen lassen. Am ersten würde ich es ja gerne stehen lassen. Aber leider auch broke. Nee, Freunde, ich habe echt keine Ahnung, wo das hätte sein sollen. Ach, ich gehe jetzt aber wieder heim und leg mich schlafen. Und dann hoffen wir einfach, dass wir morgen irgendeinen Trend mitnehmen können. So, legen wir uns aber mal hin. Video haben wir ja nur eins hochgeladen. Wir haben sogar 63 Münzen damit bekommen. Boah, wir haben sogar die 1000 Aufrufe geschafft. Mashallah. Montag, 8. Gratis Ticket Playcon Challenge. Okay. Volleyball. Okay. Wow, Paluten, der berühmte Diamantenjäger zu Hause. Was ist das? Was bringt dich hierher? Ich habe keine Zeit für Erklärungen. Ich brauche sofort Hilfe. Ich habe meinen Freund German Let's Play verloren. Wir waren auf der Suche nach einer magischen Goldmünze, die für die Rettung von YouTube City entscheiden ist. Und auf einmal, bang, er war plötzlich verschwunden. Wurde er entführt? In YouTube City geschehen seltsame Dinge. Mein Instinkt als Diamantenjäger sagt mir, dass er die Münze vielleicht auf einen Markt für Antiquitäten und seltene Gegenstände sucht. Na, was für eine was für eine Herausforderung wäre es, wenn wir beim Treasure Truck nachsehen. Er ist am Hafen, wir verkaufen dort Sachen. Okay. Gut, dann laufen wir mal in den Hafen. Das ist ein German Let's Play. Es ist heute das beliebteste. Okay. Tja, wir werden ihn mal finden. Och, zumindest. Irgendeinem Antiquitätenladen. Frage ist nur, wo ist der Antiquitätenladen?
Im Fall irgendwie hier unten. Wo finden wir ihn denn? Wo versteckt der German Spray sich? Machen wir mal ein Foto mit dem. Ja, so. Zack. Gut, da kriegen wir natürlich auch die Insta-Follower auch ein. Ah, hier, oder? Oh, heute bringt die Flut wieder unerwartete Kunden zum Treasures Fall. Wonach suchst du? Ich bin auf der Suche nach einer altmodischen Goldmünze. Verkaufst du da sowas? Ah, verdammt, wie schade. Ich hatte sie bis vor ein paar Sekunden als seltsame Münze. In der Sekunde eine sehr seltsame Münze. Eine goldene, ja, aber tut mir leid, du kommst zu spät. Ein sehr seltsamer Mann mit einer weißen Maske war zuerst daran interessiert. Aber dann kam Gianni, dieser Hai, der alles kauft. Dann ist ihn dieser seltsame Junge gefolgt, um ihm die Münze abzunehmen. Vielleicht ist er ja schon bei Giannis Kleiderboutique. Okay. Gut, Pipip, du hast das gehört, wir müssen zur Kleiderboutique von Gianni gehen. Weißt du, wo sie ist? Na, der war auch im rechten Viertel, oder nicht? Ja, nee. Ja, das war mal echt kürze. Gut, man ist auf Weg, aber wir brauchen jetzt echt vielleicht nur so eine Rolle, ne? Ach, ich komme echt nicht raus. Warte, wo geht's denn hier wieder hoch? Ah ne, okay, wir müssen uns komplett rechts halten. Gut, dann halten wir uns komplett rechts. Was für ein neuer Tag von mir hier. Immer neue Herausforderungen. Dum, 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 dum. Weil ähnelt jetzt echt sehr Animal Crossing. So vom Feeling her. Dun, 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 dun. Okay. Das ist auch eine Challenge. Okay, lass mich durch. Geht halt nicht. Laufe ich halt hier oben durch. Mal schauen. Was ist denn so aus German Display geworden, Mann? Arme Junge. Ah, hier haben wir es doch. Gianni's High Fashion Boutique. Hier sollte sich der alte Streuner doch befinden. Na? Unser VIP-Bereich ist leider nur für Prominente reserviert. Oh, ehrgeizig. Ich hatte meinen schon verloren, bevor man überhaupt angefangen hat. Guten Tag, lieber Kunde. Wenn du unseren Katalog sehen möchtest, kann man einfach an ihn drehen. Bist du mit diesem jungen Rico befreundet? Ich sage, wir sollen aufhören zu versuchen, meine Designer zu klauen. Wir erwischen ihn mit einem Notizbuch immer auf der Überwachungskamera. Ha, die hat doch gesagt, die ist beim... Hä? Ich dachte, die ist beim Interview. Ah, hier ist sie. Mein Gott, das ist der bekannte YouTuber. Tower Defense Experte German Display. Entschuldigung, ich weiß, dass du mich gesucht hast. Als ich hier kam, habe ich versucht und sofort ein SMS geschickt. Um darum gebeten, mich zu treffen. Er ist bereits in der Boutique. Ich habe euch so viel zu erzählen. YouTube ist in Gefahr. Eine Investition von interdimensionalen Wesen, die alle Gebäude zerstören wollen, stehen kurz davor, genau wie bei Tower Defense. Wenn wir aber die magische Münze bekommen, können wir die ganze Armee von Klumpis herbeirufen und die Stadt retten. Sie von Gianni stehen, dieser reiche Ork wird. Wir haben einen Masterplan erstellt. Betritt die Boutique und streame ein Video. Dieser Weise wirst du ihn ablenken.
Dein Ego wird ihn glauben lassen, dass du für seinen Namen wirbst und dann werde ich die Münze stehen. Ein Foto mit dem Jungen machen. So. Ja, machen wir es. Jo. Da mal schauen, das Play ist offen. Jetzt gehen wir mal rein. Machen wir mal ein Video auf. Haben wir.